egal welcher Herkunft, egal welchen Stand man hat im Leben, es geht immer um Respekt, dass man jemanden achtet. Und man kann jemanden vielleicht wegen seiner Persönlichkeit nicht mögen, weil er vielleicht, weiß ich nicht, sehr nett, nicht nett ist oder so. Aber man darf nie jemanden ablehnen, weil er eine andere Herkunft hat oder anders aussieht oder sozial bemitleidet ist. Das kann ich nicht leiden. Ja, es ist sehr limitiert. Ich habe ja damals mit der Lindenstraße angefangen und das war halt eine Nigerianerin, die habe ich gespielt, die illegal in Deutschland war und das war natürlich sehr klischeehaft, klar. Aber es war für mich mein Einstieg und es war gut, dass die Rolle eigentlich positiv besetzt war. Dadurch kamen Leute wirklich in Berührung mit dem Thema. Also Mary, in Anführungsstrichen, war einfach eine sehr nette Person. Wenn das jetzt irgendein Biest gewesen wäre, hätten die gesagt, ja, die sind alle so. Es ist halt so, weil die verallgemeinern ja sehr, sehr schnell. Und das war eigentlich eine sehr positive Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe sehr viele positive Briefe bekommen. Und die Leute haben gesagt, boah, ich wusste gar nicht, dass das so ist, so schlimm. Und die Leute, dass die Asylanten hier so viele Schwierigkeiten in Deutschland haben. Und das fand ich gut, dass es sehr viel aufgeklärt hat. Und natürlich würde ich ganz gern auch mal eine Ärztin spielen oder eine Rechtsanwältin. Und dann höre ich leider sehr oft von den Polizisten, ja Liz, das gibt's doch in Deutschland gar nicht. Ich meine, natürlich gibt's das. Viele meiner Onkel sind Ärzte und Rechtsanwälte. Aber irgendwie ist das doch nicht so in den Köpfen angekommen, leider. Das war ganz toll. Also ich war immer ganz, ganz stolz auf den Toni, dass er schon da mit den großen Spielern mitspielen durfte. Und wir sind auch immer ins Stadion gegangen. Wir sind ja 7 Kinder und wir sind 3 Schwestern sind gerade in Deutschland. Da waren wir immer da beim Spiel. Und ich werde nie vergessen, hat, glaube ich, Köln gegen Nürnberg gespielt. Und dann war ich mit meinen Schwestern, sind wir ins Stadion gegangen. Und dann hat so ein kleiner Junge so Affengeräusche gemacht, so als wir 3 Schwestern reingegangen sind. Da hat meine ältere Schwester zu dem Jungen gesagt, hast du einen Sprachfehler? Da haben alle Leute gelacht und das Eis war gebrochen. Das war super, nicht? Das war echt total klasse. Also ich war immer stolz, es hat viel Spaß gemacht. Und der Toni musste auch viel mitmachen, muss ich ehrlich sagen, als während seiner Spielzeit. Das war ja auch nicht immer einfach für ihn. Der ist ja auch mit Bananen beschmissen worden. Aber da er sehr, sehr viel Humor hat, hat er das immer sehr lustig aufgenommen, hat gesagt, naja, Bananen sind gesund, gibt mir Energie. Vielen Dank dafür. Man hört gewisse Aussagen, dass es nicht sicher ist in Südafrika oder dass leider in Angola dieser Anschlag war. Erstens findet die Weltmeisterschaft in Südafrika statt, nicht Angola. Es ist sehr traurig, was da passiert ist. Und zweitens finde ich, dass Südafrika, Afrika an sich, eine Chance verdient. Gib ihnen eine Chance. Du hast nirgendwo hundertprozentige Sicherheit und die werden eine wundervolle, bunte, schöne, laute WM zeigen und ich freue mich einfach drauf und es ist Zeit, dass es gibt so tolle Menschen da, dass die eine Chance bekommen. Wir haben nicht die gleiche Chance. Und Liz Bafo dabei? Selbstverständlich. 3 Wochen bin ich dabei, wenn Ghana gegen Deutschland gewinnt.